Also ich habe jetzt die ersten Schrauben gelöst, die ersten vier. Und dann waren noch mal vier weitere. Und ich dachte aber, dann machst du eventuell den Lüfter noch mit ab. Und den will ich eigentlich nicht abmachen. Der soll eigentlich an der Unterseite hier mit dran bleiben. Mal gucken, wenn ich was kaputt mache, mache ich halt was kaputt. Das ist der Vorteil an altem Zeug. Das ist dann eigentlich scheißegal. So. Natürlich nicht irgendwo gegenkommen. Sollte, glaube ich, klar sein. So, also. Der ist beleuchtet. Das ist, bin ich der Meinung, nicht so das Problem. Das heißt also, der würde auch die Beleuchtung durch seinen Strom bekommen. Aber er ist geschaltet. Das heißt also, sprich, die Lüfter gehen an, beziehungsweise der Lüfter geht an, sobald das Netzteil sagt, ey, ich bin zu warm, eventuell. Wie gesagt, hier nicht irgendwie Teile innen drin, wer weiß wie anfassen, das wäre nicht so cool. Das hier ist die Beleuchtung, das heißt, der hier, der orangene, geht nur über die Beleuchtung. Der ist mir also eigentlich scheißegal, weil ich will da keine fancy Beleuchtung drin haben, das ist mir scheißegal. Ja, 5 Volt und nochmal irgendwas. Also das heißt, von hier müsste er seinen Strom bekommen und wiederum von der anderen Seite unten. Er hat sozusagen zwei Kontakte, einmal ist er direkt raufgelötet und einmal hat er den Kontakt auf der anderen Seite, einen ganz normalen Stecker, wo er höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt denken, nicht dauerhaft, sondern wo er geschaltet wird. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich möchte mich nochmal erden. Kleinen Moment. Wenn ihr da steht und irgendwas nicht wisst, oder nicht andersrum, wenn ihr nicht denkt, dass das zu Ende oder wieder zusammenbekommt, macht euch Fotos. Das ist die Steuerung. Und ich würde jetzt tippen, ich weiß nicht, ob ich damit, ehrlich, so viel werde ich nicht kaputt machen können, aber, kleinen Moment, nochmal ein Foto gemacht. So. Ich würde sagen, wenn ich den hier rauf tue, hat der dauerhaft Saft. Würde ich jetzt einfach sagen. Weil den Saft zieht er sich vom Netzteil. Color-mäßig ist mir scheißegal, das können wir ändern, wie wir wollen, das ist mir Banane. Und jetzt müsste der dauerhaft auf Volllast laufen, würde ich sagen.